Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Lego Worlds mit mir. Ihr wisst, wie ich heiße. Heute machen wir wieder was ganz Besonderes. Und zwar fliegen wir ein wenig durch die Eiswelt und schauen uns mal kurz die Eispassanten hier an. Die laufen hier nämlich alle ganz friedlich herum. Und ich muss nämlich natürlich... Oh! Oh mein Gott, der hat einen goldenen Stein dabei. Ich habe gedacht, das ist so ein Wegläufer. Yeti Durst, du zeigen Wasser. Alles klar, du brauchst also Wasser, yo. Alles klar, kein Problem. Dann nehmen wir hier unser Painting Tool raus und suchen uns hier knallblau. Nein. Flusswasser. Bumm, bitteschön. Da hast du Wasser. Jetzt legt er hier einen ganz chilligen Breakdance hin. Warum auch immer, aber wir sind in Lego Worlds und da ist das ganz normal. Oh, eine Pfütze. Da muss ich erstmal einen Breakdance drauf machen. Absoluter Klassiker. So, außerdem können wir uns jetzt diesen Yeti, nachdem wir ihn jetzt sozusagen freigeschaltet haben, können wir ihn jetzt auch entdecken. Und das funktioniert so. Und wir können uns sogar als ein Yeti verkleiden. Damit passen wir in die ganze Umgebung ein bisschen besser rein. Und die Sache ist eigentlich auch schon gegessen. So, wo ist er denn? Der Yeti. Ha? Achso, ich kann ihn platzieren. Nee, ich möchte mich ja selber in einen verwandeln. So, bearbeiten war das. Genau. Und jetzt muss ich hier den Yeti anziehen. Yeah. Wir können uns sogar einen anderen Kopf anziehen. Und dann sind wir eigentlich nur so ein angezogener Yeti. Aber das ist fake. Deswegen sind wir der richtige Yeti. So, ein richtiger Yeti hat noch nie jemanden geschadet. Und da hinten, ne, ist ein Schneebagger. Das heißt, damit können wir wahrscheinlich ein wenig Schnee wegschieben. Vielleicht hat dieser Typ eine dazugehörige Quest dafür. Er braucht... Brr, mir ist kalt. Wenn ich ein Iglo hätte, würde das sicher helfen. Alles klar. Das heißt, der Kumpel braucht ein Iglo-Miglo. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht mal in dieses kleine Gefährt hier einsteigen. Und vielleicht mal gucken, dass wir dem guten Mann ein Iglo bauen, oder? Hä, dieser Schneeschieber funktioniert gar nicht. Der schiebt ja gar nichts weg, so. Ja, was kann man denn mit dem Schneeschieber machen? Ah, doch, er schiebt doch Sachen weg. Okay, nur so kleine Sachen kann er wegschieben. Und da hinten, ne, in die, hinter diesem Ding drin... Oh, man kann sogar in die Fahrerkabine reingehen, gell? Alter, crazy. Was eine Innenausstattung. Was kann man damit machen? Wir können jetzt damit diese Hügel abbauen und einfach ein bisschen Geld farmen. Und wir können... Das ist unser alter Helikopter. Wir müssen jetzt irgendwie ein Iglo finden, was wir sozusagen bauen können, ne? Für diesen Typen da hinten, ne? Das heißt, warte, mal schauen. Haben wir hier überhaupt ein Iglo als Dings? Als Item, was wir hinplatzieren können. Ich glaube, ich habe das nämlich noch gar nicht gefunden. Entdeckungen. Wir haben ein Angelloch zum Angeln. Wir haben ein Monster-Bidet, warum auch immer. Und wir haben irgendwelche anderen Monster-Sachen. Die haben wir wahrscheinlich irgendwo mal irgendwie gefunden gehabt. Aber ein richtiges Iglo habe ich jetzt für den Herrn noch nicht gefunden. Und ich sehe sogar, es wird sogar schon dunkel. Deswegen können wir gleich unser Item auspacken. Und zwar die Himmelsuhr. Und schön ein wenig die Zeit verdrehen, damit wir wieder helllichsten Tag haben. Ach, das ist so schön. Ich liebe dieses Item. Ich habe das darauf so lange gewartet, weil damit ist das Aufnehmen einfach viel leichter. Damit ist sozusagen die Aufnahme viel heller, weil ich habe sogar eine Zeit lang, weil es so dunkel war in Lego Worlds, habe ich in der Nachbearbeitung vom Video das Video immer ein bisschen heller gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich habe da ein bisschen immer das Video heller gemacht, weil mir das nämlich immer so vorkam, so als ob es zu dunkel wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde, ein Video, was zu dunkel ist, ist ein schlechtes Video, so in meinen Augen. Weißt du? Deswegen habe ich das immer bearbeitet. So, was haben wir hier? Wir haben in der Torte eine versteckte Kiste. Komm, die können wir uns mal ansehen, oder? Theoretischerweise könnten wir die sogar abschießen in diesem kleinen Ding, was wir hier fahren können. Warte mal, lass mal kurz gucken. Puh, in der Torte drin ist etwas. Ich kann es sehen. Übergeben Sie mir bitte die Kiste in dieser Torte. Warte mal, kann ich hier nicht irgendwie... Wo ist hier diese Kiste? Ist hier irgendwo eine Kiste drin? Ich sehe keine. Hä, ich sehe... Da ist ja gar keine Kiste drin. Oder ist da eine? Warte mal, lass mal ein bisschen weiter runterfliegen. Und hier mal ein bisschen durchschießen. Ich frage mich immer, sind die unter der Erde oder wo sind die? Oh, ich zerschieße hier den ganzen Kuchen, gell? So richtig no regrets, Alter. Ne, keine einzige Kiste zu sehen. Interessant. Aber, so wie es aussieht, gibt es ja auch keine richtigen Quests mehr. Weil mir werden nämlich ehrlich gesagt keine richtigen Blocksteine mehr angezeigt. Sondern nur noch irgendwelche Wackelpudding-Teile und sowas. Und irgendwelche Kisten, ne? Deswegen würde ich sogar schon sagen, dass es eigentlich ein echt guter Zeitpunkt ist, um wieder zurück zur Rakete zu kommen. Und dort mal zu schauen, wie viele Edelsteine wir denn jetzt schon haben. Ich habe nämlich ein paar noch dazu gesammelt. Weil wir haben jetzt nämlich schon 34. Und das nächste Item gibt es erst, wenn wir wieder 40 haben, ne? Das heißt,
heißt also, wir müssen wieder eine Welt finden. Guck mal, da. Hier ist eine Schneetruhe angeblich. Die ist im Iglo drin. Die ist hundertprozentig im Iglo drin. Lass mal da reingehen. Vielleicht ist im Iglo ein Iglo drin als Statue sozusagen. Und dann können wir uns selber Iglos kreieren. Das wäre cool. Lol, guck mal. Hier sind sogar so Schneebälle irgendwie drin, die wir irgendwie gar nicht wegbekommen. Ah, die muss dann tatsächlich zerhauen. Okay. Oh, da leuchtet sogar was. Ey, wir haben den Schneeball freigeschaltet. Lässig. Okay, diese Kiste müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie freibuddeln oder so. Nee, er kann sie im Schnee aufmachen. Okay, was haben wir drin? Bitte ein Iglo. Bitte ein Iglo. Was ist das? Eine Spitzhacke. Alright. Und er ist wieder nach oben gegangen. Alles klar. So, raus aus der Sache hier. Okay. Der Typ hier hat eine Quest für uns. Den haben wir übrigens noch gar nicht freigeschaltet. Der möchte ein Foto von einem Yeti. Bruder, überhaupt kein Problem. Mache ich super gerne für dich. Ah! Ich wollte dich nicht töten. Tut mir leid, Mann. Annehmen. Ja. Annehmen. So. Und jetzt machen wir für den ein Foto von einem Yeti. Ich bin doch selber ein Yeti. Wisst ihr, wie ich meine? Wir können theoretischerweise einfach unser Tool hier benutzen, ne? Tab drücken, ne? Und einfach ein Yeti hier hin platzieren. Weil wir können eigentlich so viele hin platzieren, sogar wie wir wollen. Guck mal, hier sind super viele Yetis. Yeti-Attacke! Sind halt ein bisschen aggressiv, aber was willst du machen, ne? Man muss ja irgendwie auch mit seinen Mitmenschen leben können. So, und dann gehen wir ins Inventar, in die Kamera, drücken E, um tatsächlich ein gutes Bild zu schießen, ne? Und da sind die Yetis und da ist der Typ und tschüss! Bitteschön. So. So funktionieren die Quests mit den Fotos. Haha, das gibt uns jetzt wahrscheinlich einfach nur Geld oder eine Eiscreme. Alles klar, schöne Sache, gute Sache. Aber so wie es aussieht, will hier tatsächlich keiner mehr so richtig ein Dings geben. Alter, jetzt greift mich hier wieder so ein Bär an. Bär, lass mich in Ruhe. Bär, lass mich einfach in Ruhe. Rein da. Ich drück E. So. Müssen jetzt erstmal, bevor wir... Ich bringe jetzt den Bär um. Bär, es tut mir leid, aber du willst es doch selber so haben. Guck mal, der greift sogar unser Luftschiff einfach an. Warte, dann nehmen wir hier einfach irgendein Item, Presslufthammer und dann auf den drauf. Ja, bam, bam. Nimm den... Ich verprügel den einfach mit so einem Presslufthammer, gell? Aber er verprügelt mich auch. Ah. Ah, er hat mich verprügelt. Das kriegst du wieder. Oh, ich habe wieder eine Eiscreme bekommen. Okay, chill. Ich nehme jetzt einfach eine Pistole. Ich weiß, das ist unfair, aber ich werde jetzt einfach diesen Bär mit einer Pistole besiegen. Entdecken. So. Entdecken. Er hat einen Fisch. Keine Ahnung, was der von mir will. Also diese Bären sind irgendwie ein bisschen komisch. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und der greift mich auch schon wieder an. Lass mich doch in Ruhe. Ich hasse diese Welt. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich und meine Frau in Ruhe. So, ich suche mal nach einer neuen Welt und dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt irgendeine andere Welt ausgesucht. Keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. Aber ich sehe ein schwebendes Inselstück gerade eben. Und da läuft Peter Pan herum. Lässige Sachen. Okay, das sieht... Fantasiewald. Fantasiewald, alles klar. Das heißt also, im Fantasiewald gibt es viele fantastische Geschichten und Sachen, so wie es aussieht. Und hier kann man wahrscheinlich hart chillen. So, mal gucken, was wir da hinten haben. Hier ist eine Frau, die uns einen goldenen Stein anbietet. Mal gucken, was sie möchte. Sie möchte, dass wir ihr wieder irgendwas bauen. Der Ausblick über den Wipfel muss wunderbar sein. Bau mir ein Baumhaus, damit ich den Sonnenuntergang genießen kann. Yo, you know what it is. Okay, dann bauen wir dir halt eben dort ein Baumhaus hin. Alles klar, kein Problem. Machen wir gerne. Gleich nachdem ich diese komische Insel da oben besucht habe. Wie komme ich da hoch? Mit unserem Helikopter-Tool. Das ist für mich nämlich ehrlich gesagt eine ganz lustige, interessante Geschichte. Da möchte ich gerne mal vorbeisehen. So, mit unserem Entdeckungswerkzeug müssen wir jetzt tatsächlich ein fliegendes Fahrzeug beschwören. Und zwar am besten unseren Agenten-Helipack. So, der ist nämlich einfach easy, lässig und fliegt schnell und kann schießen. So, alright, es geht hoch zu diesem kleinen Inselstück da. Und das sieht nach einem ganz coolen Schloss aus. Lässig, das sieht wirklich cool aus. Lass es mal ein bisschen, entdecken und beobachten, ne? So. Hier gleich am Eingang so parken und so. Zack, boom, bam. Q drücken und... Oh mein Gott, fast runtergeflogen, ey. Oh, Alter. Hier drin wohnt einfach eine Prinzessin und ihr König. Yo, what? Alter, ein König mit einer Königsquest. Alter, was willst du... Was hast du für eine Quest? Oh mein Gott.
Ah, hallo Abenteurer. Willkommen in meiner bescheidenen Bleibe. Ich sage es nur ungern, aber du bist der erste Gast, der bei meiner Geburtstagsfete aufkreuzt. Ich hoffe, die anderen haben ihre Einladung bekommen. Es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn du nach draußen gehst und nach ihnen suchst. Was meinst du nicht? Okay, das heißt, wir müssen Peter Pan, die eine Frau, den Typ mit dem Bart und eine andere Frau zu seinem Geburtstag nochmal einladen. Davor nehme ich erstmal schön seine Kohle mit. You know what it is. Ein bisschen Geld. Yo, schön den guten alten König erstmal ein bisschen ausnehmen. Ich hoffe mal, der nimmt uns das nicht zu übel. Aber jeder Yeti braucht ein bisschen Kohle. So, und hier oben höre ich auch schon etwas klingeln. Und zwar die Glocken des Geldes, beziehungsweise das wunderschöne Kistchen, was sich hier verbirgt. Und das ist... Alter, ein Bogen. Yo, ultralässig. Alter, das ist echt, das ist mega nice. Das ist wirklich nice. Können wir jetzt mit der... Yo, wir können jetzt mit dem Bogen einfach die Kisten aufschießen. Das ist ja ultralässig. Okay, dann gibt es hier also anscheinend so ein kleines Stockwerk hier oben. Zack, die Kiste schießen wir auch nochmal kurz auf. Das ist, wow, das ist wirklich cool. Ich würde auch am besten gleich auch diesen Königsthron hier scannen. Und den König und die Königin möchte ich auch demnächst mal scannen. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich noch ein wenig Zeit. So, und diese Tür hätte ich auch gerne. Das ist nämlich so eine, mega coole Tür. Kann man die auf und zu machen oder ist die immer offen? Nee, ich glaube, die ist immer offen. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt diese Leute hier einladen. Okay, let's go. Wo sind die Leute, die wir einladen müssen? Ich glaube, die sind alle da unten eigentlich. So, easy going und let's go. Wen müssen wir alles einladen? Also, Peter Pan, was geht, Mann? Ich lade dich zum Geburtstag ein. Was, du willst den Bogen haben? Okay. Du dort, es scheint, als hätte ich meinen Bogen verlegt. Du hast ihn nicht zufällig gesehen, oder? Doch, habe ich. Aber du hast doch sowieso schon gerade einen in der Hand gehabt. Ach, dann nimm ihn doch einfach. Okay, das war's mit unserem Bogen. Aber das kleine, schöne Geldchen nehmen wir mit. Dafür können wir den Typen jetzt aber entdecken und haben jederzeit einen Bogen, wenn wir irgendwie loslaufen. So, da hinten ist die Holde Maid. Die können wir auch gleich mal kurz fragen. Die will bestimmt auch zu dem guten alten Kumpel. Ach, die Eiscreme möchte sie haben. Jo, kriegst du haben. Nimm einfach mit, habe ich aus dem Eisland mitgebracht. Super. Der Yeti bringt das Eis, ha? Lustige Sachen. Und wir kriegen Schokoeis dafür. Lässige Sachen. Okay. Entdecken können wir sie auch gleich. Und können gleich auch mit den Nächsten reden. Und zwar mit dem Hasen. Oh, tut mir leid, Hase, aber ich habe keine Karotte für dich. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal das nächste Pferd nach Fahrplan und schauen mal kurz, ob wir diesen bärtigen Mann noch finden. Und zwar müssen wir nämlich den bärtigen Mann noch ansprechen und den... Ach so, warte mal. Nee, wir müssen die ja alle nach dort oben bringen auf seine Geburtstagsparty, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Peter Pan, den haben wir schon, ne? Die einzigen, die uns jetzt gerade noch fehlen, sind der bärtige Mann und diese Frau mit diesen komischen Kokosnusshaaren. Ihr wisst, was ich meine. Wo wir die finden, fragt ihr euch? Überhaupt keine Ahnung, Mann. Müssen wir immer noch mal ein bisschen durchreiten. Ich würde sogar vielleicht sagen, wir sind da vielleicht sogar mit dem Heli-Schrotter ein bisschen schneller unterwegs, was die Insel angeht. Deswegen spawn ich mir mal einfach mit dem Tool hier. Ich bin da immer noch nicht drin, ne? Also ich bin da noch ein bisschen langsam, was das angeht. Den Heli-Schrotter. So, hier. Und dann nehmen wir den einfach mal und schauen mal durch die Insel, ob wir denn hier irgendwo diesen bärtigen Mann finden, ne? Damit dieser König seine Party speisen kann. Hier endet aber die Welt schon leider. Da ist wieder eine Holde Maid. Auf der Karte sehe ich das gerade. Dann ist hier wieder Peter Pan. Ich würde mal in die andere Richtung fliegen, wo wir jetzt noch nicht waren. Guck mal, hier sind voll viele Vögel und sowas. Und es wird langsam wieder dunkel. Ich glaube, auf der anderen Seite, da muss doch irgendwo ein Holzfäller oder sowas sein. Ganz bestimmt. Und dann können wir die dort oben hinspawnen und dann schauen, was da passiert. Na, ich will nicht diesen Film nochmal gucken. Ich habe die Frau schon freigeschaltet. Ich brauche diese Quest nicht mehr. So, andere Seite. Da müssen wir jetzt noch die Frau mit den Kokosnusshaaren finden, ne? Und den bärtigen Mann. Den bärtigen Mann. Vielleicht habe ich den sogar schon freigeschalten, ohne dass ich es weiß. Aber ich möchte jetzt nochmal kurz ein bisschen schauen auf der Karte, ob ich hier was entdecke. Tatsache, das ist schon tatsächlich die ganze Welt gewesen, ne? Peter Pan haben wir freigeschaltet. Die andere haben wir auch freigeschaltet. Okay, ich würde einfach mal sagen, ne? Wir schweben da jetzt nochmal kurz zurück auf diese kleine Insel von diesem König. Und ich schau mal, ob ich denn alle Charaktere schon da habe. Guck mal, da hinten. Da ist, es gibt auch nur einen goldenen Stein. Nee, zwei goldene Steine wieder auf dieser Welt. Einmal dieser kleine Baum da. Und dann nochmal hier dieses Königsschloss. Aber das Königsschloss ist voll fett, Alter. Ich finde, das sieht richtig hübsch aus.
Ich schau mal kurz nach. Guck mal, wie das leuchtet nachts, ne? Abgefahren. So, dann lass mal gucken. Wir springen hier kurz ab und ich schau mal, ob ich da alle deine Wünsche erfüllen kann. So, was haben wir? Werkzeug und die Leute. Was haben wir für Leute? Wir haben freigeschaltet... Ich habe die doch alles schon gescannt. Ah, da oben sind sie. Die Waldläuferin, die kannst du haben. Den Waldläufer. Ey, den Mann habe ich nicht. Und die Frau mit den glatten Haaren, die habe ich auch nicht. Die habe ich auch nicht. Das heißt also einmal die Windläuferin, die ist da. Ne? Dann einmal den Peter Pan. Der kommt hier hin. Und dann noch diesen Waldläufer, diese zwei Bauernmenschen so. Keine Ahnung, wo es die gibt, aber die müssen wahrscheinlich auch noch irgendwie gefunden werden. Okay, interessante Sache. Wir haben dafür aber heute einen Ofen, wollte ich sagen, einen Bogen gefunden. Ne? Ist eine coole Sache und das Schloss sieht auch mega fancy aus. Aber ich glaube, für heute reicht sogar. Ich werde, glaube ich, in der nächsten Folge die zwei anderen Menschen suchen. Hoffentlich finden wir die und dann können wir sehen, was wir vom König bekommen, wenn wir die Quest abgeschlossen haben. Habt ihr den König schon mal gefunden? Habt ihr den schon mal bedient und diese Quest hier schon mal gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.